Herzlich willkommen zu Hallo! Den Regennachrichten. Hallo, wie heißt du? Raphael. Okay, und welchen Beruf machst du? Feuerwehr. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Weil es Spaß macht. Und weil ich in der Jugendfeuerwehr bin. Okay, und wie gefällt es dir bis jetzt? Schön, ist schön. Okay, danke für dein Interview. Statue von Kallopolis. Also ich persönlich finde die Sehenswürdigkeit wirklich schön und ich freue mich jetzt, dass wir diese auch eröffnen konnten. Also ich sage, dass es sehr künstlerisch aussieht, aber es ist ja auch das Kallopolis-Zeichen. Ja genau, also das ist Kali, das Maskottchen von Kallopolis und das ist vom Künstleratelier entstanden. Also wie lange haben die denn dafür gebraucht? Ungefähr. Ich selbst kann es jetzt nicht so genau sagen, ungefähr 3 Stunden. Boah, das ist ja ganz schön lang, oder? Ja, also es hat eine Weile gedauert, weil die ganzen Materialien auch von der Schreinerei sind. Spezielles Holz ist von denen und deswegen hat die Zusammenarbeit eine Weile gedauert. Kali ist jetzt sozusagen das Maskottchen und wird uns so begleiten, oder? Genau, so kann man das sagen. Also Kali gibt es ja schon seit 2015, seitdem es Kallopolis gibt. Und jetzt ist es natürlich schön, dass wir Kali auch inmitten unserer Spielstadt haben. Danke, Herr Bürgermeister. Hallo, wie heißt du? Alma Sophia Loges. Okay, wo arbeitest du heute? In Veranstaltungstechnik und nach dem Mittagessen im Tanzstudio. Macht dir das Spaß, hier bei der Veranstaltungstechnik zu arbeiten? Sehr viel. Und hast du schon vor allen Kindern irgendwas gesagt oder irgendwas mit der Technik zu tun? Ich habe ein bisschen dort an den Skihebeln rumgemacht und auch moderiert. Und welchen Beruf findest du in Kallopolis so richtig cool? Veranstaltungstechnik. Und gäbe es so einen Beruf, den du unbedingt nochmal machen würdest, gerne? Veranstaltungstechnik. Okay. Und hättest du irgendeinen Wunsch, zum Beispiel, dass man Kallopolis irgendwie noch bunter macht oder so? Nee. Okay, dann danke für dein Interview. Tschüss. Hallo, wie heißt du? Caroline. Und was für einen Beruf machst du? Gute Laune-Gruppe. Und warum hast du den Beruf gewählt? Weil mir gute Laune ziemlich wichtig ist. Das ist schön. Und wie gefällt es dir so bis jetzt? Sehr gut. Okay, danke für dein Interview. Hallo, wie heißt du? Tina. Okay, wo arbeitest du heute? Veranstaltungstechnik und hinterher noch in der Gärtnerei. Und gibt es irgendeinen Beruf, den du auch unbedingt nochmal machen würdest gerne? Also Veranstaltungstechnik und Bäckerei. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Und was findest du irgendwie, es gibt noch eine Stelle, wo sich Kallopolis verbessern könnte? Nicht wirklich, nein. Okay, und wo hast du denn am Montagnachmittag und am Dienstag gearbeitet? Bauernhof, Hauswirtschaft. Hat es Spaß gemacht?